Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Ich habe mich ein bisschen abgeregt. Ich war mal eine Runde duschen und es war nicht kalt. Und dann nicht direkt übertreiben. Und ich werde jetzt die nächsten 4 Spiele in Folge gewinnen. Ganz einfach. Also warum nicht? Dafür muss ich mich natürlich konzentrieren. Dafür muss ich gut spielen. Das machen wir jetzt. Abwehr solide stehen, zu Null spielen. Ich werde jetzt zu Null spielen. Alle 4 Spiele. 4 Spiele in Folge gewinnen und zu Null spielen. Also mindestens ins Elfmeterschießen komme ich jetzt jedes Mal. Punkt. Ist einfach so. Ihr werdet sehen. Mindestens Elfmeterschießen. Falls ich einen Gegner finde, was gerade merkwürdig lange dauert. Dafür, dass wir hier eigentlich an einem Freitagnachmittag sind. So. Wieder mal ein Premier League Team. Das ist auch ziemlich gut. Außer der Torhüter mal wieder. Verstehe ich einfach nicht. Das Team ist mehrere Millionen wert. Oder ja, doch schon. Und es wird halt am Torhüter gespart, wie es aussieht. Egal, jetzt konzentrieren wir uns. Vor allem mit der Abwehr gut stehen. Macht Tolisso gut. Wäre sowieso abseits gewesen. Schöner Schuss, schade. Ja, haben wir ganz gut gemacht mit Bailey. Durch Körper rausgedrückt, so. Oh, schade. Ah, nächste Ecke, oder? Okay. Kommt Scheiße. Oh! Okay, ich dachte eigentlich, dass die Scheiße kommt, aber Werner setzt sich noch irgendwie durch. Interessant. Danke, Sokrates, dass das nicht funktioniert. Das war doch mal geil gespielt. Schönes Zusammenspiel von Werner und Arangis. Durch, weil die Abwehr gut auseinandergenommen haben. Schöner Angriff. Und jetzt zu Null. Come on. Dann haben wir jetzt schon gewonnen. Wenn wir jetzt keinen Tor mehr fressen, haben wir logischerweise schon gewonnen. Wir spielen jetzt zu Null. Flacher Pass ins... flacher Pass, sage ich schon. Flacher Schuss ins kurze Eck. Schade.
Da wollte ich natürlich nicht hinpassen. Gegner macht genau wie unser, ich glaube, erster Gegner in der Weekend League wieder super viele Aufbau- und Abspielfehler. Der erste Gegner hat die dann aber in der zweiten Hälfte nicht mehr gemacht. Ich weiß nicht, wie es bei ihm aussieht. Ich hoffe mal, er macht die dann trotzdem noch. Und Scheiße. Am besten machen wir aber jetzt hier noch ein Tor. Wir sind nicht angekommen und abseits. Wäre natürlich mein Fehler gewesen, wenn wir jetzt hier ein Tor gefressen hätten. Schön gespielt, 2-0, das ist ein wichtiges Tor. Ja, es klappt, sehr geil. Den Jubel sollen mal echte Fußballer mal am Tor machen, das würde mir gefallen. Schön gespielt, aber wir können froh sein, dass wir, wie gesagt, dass der Fehler von uns nicht bestraft wurde. Sonst wird es jetzt hier wahrscheinlich nicht 2-0 stehen. Aber schön mit Kimmich. Schade. Haben wir nicht geil gemacht. Krass, dass der Pass ankommt. Oh, er war eigentlich nicht gut, der Pass, weil er den durch zwei Spieler durchspielt. Aber egal, steht immer noch 2-1. Und wir haben ja auch einen schlechten Ballverlust gehabt, der meine Schuld war. Am gegnerischen Strafraum. Und da ist der alte Vorsprung wieder hergestellt. Sehr schön. Jetzt haben wir mal den Anstoßback genutzt. Den angeblichen. Sehr schön. Das ist mein Wasser. Aber leider nicht zu Null, fällt mir gerade ein. Ich mache trotzdem zu viele einfache Fehler. Das darf nicht passieren. So ein Abspielfehler.
Schön gemacht mit Vidal. Jetzt bin ich mal gespannt, ob er immer noch so viele Fehler macht wie in der ersten Hälfte. Gegner scheint irgendwelche Umstellungen zu treffen. Das war natürlich so nicht geplant. Da war ja mehr oder weniger auch irgendwie ein Foul im Spiel. Egal, aber wichtig. Oh nein! Das war natürlich nicht geplant. Schöne Parade von Radegi. Komm, schieß doch, Tolisso, Mann! Oh nein, was hat denn der gemacht? Einfach nur fallen lassen, der Sterling. Er hat sich einfach nur fallen lassen. Aber wir halten den Elfmeter, von daher alles gut. Es rennt aber lustig hin und her.
Schade. Okay, ich will sagen, das Spiel ist durch. Trotzdem nicht richtig zufrieden, ich habe trotzdem noch zu viele Fehler gemacht. Aber wenigstens scheinbar das erste Spiel zu gewinnen, das ist doch schon mal ganz gut. Hätte ich wahrscheinlich flach schießen müssen. Wie gesagt, bin ich zufrieden, außer mit dem Ergebnis, aber besser als nichts nach 4 Niederlagen. Vielleicht schaffe ich es ja auch im nächsten Spiel zufrieden mit meinem Spiel zu sein. Vorlagen, okay. Werner auch schon wieder 2 Scorerpunkte. So, erstes gewonnen von 4. Was haben wir hier? Oberkörper. Vier-Vier-Zwei, ein eher nicht so starkes Team, was die einzelnen Bewertungen angeht. Auch wieder mal mit einem Fährmann im Tor, das scheint sehr beliebt zu sein. Von sehr viele Basic Chemistry Style von klassischen Stürmer. Zumindest Jesus, Vardy sieht man jetzt nicht so oft. Konzentrieren wir uns, versuchen noch besser zu spielen als im letzten Spiel. Einfach von der individuellen Klasse her müssten wir natürlich hier, also haben wir natürlich die deutlich bessere Mannschaft. Ob das dann auch auf dem Feld sich so zeigt, werden wir sehen. Schade. Oh, müssen wir nicht so. Hä? Wie kann denn der Gegner zuletzt dran gewesen sein? Pass einfach, Willian, wäre geil. Hat sich wenigstens den Ball wieder. Wieder sehr defensiv. Guckt mal, wo seine Viererreihen ist. Guckt euch das an, wie viel defensiv der spielt. Einfach nur Konter. Ich wette mit euch, der spielt auf sehr defensiven Konter. Also von den Einstellungen her. Das heißt, wir müssen ultra vorsichtig spielen. Ich denke, ich werde selber mal auf Defensiv gehen, damit meine Spieler ein bisschen weiter zurückgezogen sind. Und machen dann einfach mal direkt das 1-0. Dann kann er mal gucken, wo er
wo er steht mit seinen defensiven Formationen. Er hat ja, glaube ich, ein 4-4-2 gespielt, ja, und die beiden Viererketten waren einfach komplett zurückgezogen. Vielleicht stellt er jetzt direkt die Formation um. Was? Der Gegner bricht direkt ab. Danke. Das ja, spart Zeit. Geil. Ich weiß nicht, warum der an dem Freitag nach einem 1-0 abbricht. Aber ich find's geil. Okay, zweites Spiel gewonnen von 4. Moment. Torhüter braucht Fitness. Neymar als linken Stürmer, das ist ein sehr gefährlicher Sturm auf jeden Fall, sehr schneller gefährlicher Sturm. Wir haben den besseren Neymar, aber trotzdem. So, konzentrieren, come on. Hätte ich nur eine Sekunde eher gedrückt, hätte er nicht Pause drücken können. Oder zumindest nicht jetzt beim Anstoß. Schade. Er wird wahrscheinlich also nicht dieses 4-3-3 spielen. Ne, 4-1-2-1-2. Oh, Neymar hat von alleine geschossen. Ich meine, ich habe natürlich trotzdem auf Schießen gedrückt, aber Neymar hat von alleine gar nicht geschossen. Also er hat einen Bruchteil eher geschossen, als ich auf Schießen gedrückt habe. Deswegen weiß ich, dass er von alleine geschossen hat. Aber ich hätte ihn auch reingemacht, logischerweise. Schade, dass ihn, was war, war das Raphael sogar, der den ans Alu gesetzt hat? Guter Anfang, aber heißt noch gar nichts. Ich weiß noch nicht mal, ob der Gegner gut oder schlecht ist. Nur, dass er im Rückstand ist. Und dass er Glück hat. Und ich beschissen verteidige, das weiß ich jetzt auch. Das war einfach schlecht verteidigt von mir. Brauche ich gar nicht versuchen, den Gegner jetzt irgendwie die Schuld zu geben. War einfach schlecht verteidigt. Total stümperhaft. Egal. Nichts passiert, unentschieden. Danke für den passenden Rücken. Hätte ich, glaube ich, noch mal rüberlegen müssen. Was macht er denn jetzt? Noch mal umstellen. Vielleicht will er ja irgendeinen Spieler auswechseln, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Es war so dumm von ihm, da halt so merkwürdig rumzuhampeln, statt einfach still stehen zu bleiben, weil dadurch hat man nämlich nicht so viel Kontrolle über den Spieler dann, wenn die Flanke kommt. Also es ist viel, viel besser, wenn man ruhig stehen bleibt. Sehr geil, dass es dann wirklich geklappt hat. Hier dieses Rumgeeier von ihm. Er ist auch viel zu weit weg von Firmino. Hier, das sieht man ja, er kommt gar nicht an die Flanke ran. Er ist viel zu weit weg. So, jetzt bitte den Torvorsprung ein bisschen länger halten.
Oh, aber immerhin wieder eine Ecke. Das macht es schon deutlich schlauer, deswegen flanke ich auch woanders hin. Och, und fast das nächste Tor. Fuck. Das war ein bisschen Pech. Es war dumm von mir, den Torhüter schon zu zeitig rauszuholen. Fuck, ich Idiot. Das war schon wieder mein Fehler, dieses Tor. Wieder macht's Neymar. Ärgerlich, aber wie gesagt, es war schon wieder mein Fehler. Ich habe den Torhüter einfach zu zeitig rausgeholt. Habe ich eigentlich auch reingehen sehen, schade. Schöner Fehler, der bestraft wird. Alter, ich hab aufgezogen. Was macht denn der? Ich habe keinen Flachschuss gewählt. Scheiße, Mann. Zwei Gegentore, die schlecht verteidigt waren. Das ist echt bitter. Gar nicht so schlecht, der Freistoß. Dafür, dass Freistöße total schwer und blöd sind. Oh, schade. Schöne Grätsche mit Silber. Oh nein! Hauptsache, wir waren zweimal in Führung. Wollte nicht dahin passen.
Sehr gut. Was? Verstehe ich nicht, wieso er da wieder dran ist. Come on. Wir hatten gute Chancen, come on. Nice luck. Oder auch nicht. Oder auch doch, weil ich ja zuletzt dran war. Interessant. Wollte wahrscheinlich direkt noch eine Schusstäuschung machen. Hat aber nicht richtig geklappt. Wollte ich eigentlich nicht hin. Passen, aber war gar nicht so schlecht. Oh, fuck. Mist, das hat er leider gut verteidigt. Sehr geil. Sind eigentlich noch relativ fit bei der verdammt nochmal. Was mache ich denn da jetzt? Nee, nee, ich muss weiterspielen. Es wäre jetzt sinnlos, sie auszutauschen.
mal so einen rein, ey. Also, aber auch Zeit. Das war anstrengend. Das war keine Ecke. Oh, das ist bestimmt rot. Muss ich leider auf Elfmeterschießen spielen. Leute, wir machen jetzt schnell noch ein Tor. Oder halt auch nicht. Ach, diese dumme Grätsche. Ich kann es aber auch nicht mehr abgewöhnen, ey. Man darf sich Grätschen echt nicht angewöhnen. Da macht man es einfach immer mal wieder in einer Situation, wo es keinen Sinn ergibt. Es war echt viel besser, als ich ohne Grätsche gespielt habe. Oder halt wirklich nur mit ganz selten mal. Oh ja, da wollte ich, genau das wollte ich machen. Glückwunsch. Komm, jetzt schieß einfach die scheiß Tor nach der Ecke. Dann kann ich mich wieder aufregen. Oder halt auch nicht. Krass, dass es als faul gewertet wurde.
Oh nein, geiler Fehlpass. Okay, erste Hälfte vorbei. So, wir werden wie gesagt auf Elfmeterschießen gehen müssen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt kein Tor fress. Ich denke, das Elfmeterschießen werde ich verlieren, aber das ist dann halt so. Meine Ecke. Oh, Miranda, platzier das Ding doch mal richtig. Na toll. Oh, danke. Oh. Bleib ab. Bleib ab. Wie gesagt, ich denke, ich werde es verlieren. Ich denke, er macht gut, gute Elfmeterschießen. Was sind denn das für Elfmeter gerade? Toll. Krass, wir haben echt gewonnen, hätte ich nicht gedacht.
Es war aber auch total lucky, Elfmeter von beiden Seiten. Also von beiden Seiten total lucky. Aber ich bin froh, dass wir gewonnen haben. Das dritte Spiel mit 4 gewonnen, oder? Nice. War jetzt auch nicht so souverän, aber gewonnen ist gewonnen. Wiederholen ist gestohlen und so weiter und so fort. Neymar macht eins. Vorlagen. Telles und Neymar. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.